Hallo und herzlich willkommen zurück. Die meisten großen Influencer schweigen sich über ihren Verdienst ja eher aus, nicht so der große Fortnite-Streamer Ninja. Der hat nämlich jetzt im Interview mit CNBC alle Zahlen offengelegt und das Geheimnis zu seinem Erfolg geteilt. Insgesamt kommt bei ihm etwa eine halbe Million Dollar monatlich zusammen. Das kommt natürlich aus YouTube Ad Revenue, Twitch und über Social Media. Das meiste eigenen Angaben nach kommt aber über Twitch Prime Abos, positiv beeinflusst natürlich durch die Zusammenarbeit zwischen Amazon und Epic. Seinen Erfolg verdankt er eigenen Angaben nach seinem High-Tier-Gameplay und seiner unterhaltsamen Persönlichkeit. Während seine Karriere als professioneller Halo-Spieler noch im Aufbau war, ist er weiterhin immer zur Schule gegangen, ist auch zum College gegangen und hat nebenher gearbeitet. Und das legt er auch allen aufstrebenden Gamern und Streamern nahe. Bekommen wir bald eine grauhaarige Lara Croft? Wenn es nach Autorin Rihanna Pratchett, Tochter des großartigen britischen Fantasy-Autoren Terry Pratchett geht, dann ja. Denn sie wünscht sich eine ältere und erfahrene, ergraute Lara Croft, gerne in ihren 50ern, gerne auch Mutter. Snake von Metal Gear hat sich über die Jahre hinweg entwickelt, genauso wie Sam Fisher von Splinter Cell. Ihm wurde es erlaubt, älter zu werden. Das würde ich auch gerne bei einem Charakter wie Lara sehen, älter und kampferprobt. Seit Rihanna mit an Bord ist, versucht sie etwas gegen das frühe sexualisierte Image von Lara Croft zu tun. Sie möchte einen Charakter entwickeln, mit dem man sich identifizieren kann und an dessen Entwicklung man teilhaben kann. Yo-ho, Piraten, yo-ho! Gestern Nacht gingen die Server endlich live und das heiß ersehnte Piratenabenteuer Sea of Thieves kann gespielt werden. Einige glückliche Spieler durften schon einen Tag früher spielen und siehe da, einige von ihnen sind sogar schon dem Kraken begegnet, der angeblich ja überhaupt nicht von Anfang an dabei sein sollte. Außerdem ging eine Liste mit Achievements online. Wer sich nicht spoilern lassen möchte, der sollte von dieser Liste vielleicht lieber die Finger lassen. Aber so viel sei gesagt, aufmerksame Monkey Island-Fans werden eventuell das ein oder andere Easter Egg finden. Und auch die Redaktion ist im Piratenfieber. Wir streamen heute Abend zu viert ab 19 Uhr Sea of Thieves auf unserem Twitch-Kanal. Den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Übrigens erscheint in wenigen Tagen unser neues Sonderheft, die wunderschöne Black Edition zu World of Tanks 1.0. Wer vorbestellt, bekommt sofort Zugriff auf die E-Paper-Version und wer noch heute bestellt, hat das Heft pünktlich zum Kioskstart am 28. März im Briefkasten. Auch dieses Mal sind wieder eine ganze Menge Goodies dabei, dieses Mal sogar insgesamt im Wert von 20 € und mehr und natürlich wie immer zahlreiche Tipps und Tricks zum Spiel. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin viel Spaß und guten Loot.